So, hallo zusammen. Hier ist wieder euer Spartakus und wir machen heute ein Unboxing von Mr. President, The American Presidency 2001 bis 2020. Ein Ein-Personen-Spiel, ja, Simulation, wie auch immer, von Gene Billingsley von GMT Games, erschienen in 2023 jetzt hier verfügbar im Retail, aber wohl offiziell schon 2022 rausgekommen. Ist heute bei mir eingetrudelt. Wir machen ganz frisch und heiß unser Unboxing. Wir gucken mal rein, was alles drin ist. Ich werde es heute nicht aufbauen und spielen. Dafür ist es zu groß. Die Schachtel ist ordentlich voll, wie ich mir habe sagen lassen. Und wie ich auch schon im Internet bei einigen anderen Spielen habe sehen können, bei einigen Videos. Worum geht es bei dem Spiel? Wir simulieren letztlich die amerikanische Präsidentschaft. Das können wir in mehreren Varianten tun, nämlich einmal als sogenanntes Sandbox im freien Spiel oder tatsächlich eines der historischen Szenarien der Präsidenten zwischen 2001 und 2020, wo dann die jeweiligen internationalen Voraussetzungen, innenpolitischen Voraussetzungen und so weiter zum Start gegeben sind. Und damit muss man dann klarkommen. Und dann simulieren wir das, was so ein Präsident alles tun kann oder nicht kann. Und das Ganze fängt an, legen wir den Karton mal hier zur Seite, das Ganze fängt an mit dem Brief des Vorgängers, mit dem Glückwunsch, schön auf Pergament, ja, nicht auf Pergament, aber auf dickerem Papier gedruckt, dass, mit dem herzlichen Glückwunsch des Vorgängers, dass man jetzt gewählter Präsident ist. So, es gibt eine ganze Menge Literatur dazu, in diesem Spiel mit drin, und eine ganze Menge Marker, ihr werdet euch gleich wundern. Wir haben das Turn Sequence Flipbook, also die Zugreihenfolge. Letztlich ist es ein Tabellenumblätterspiel, ein sogenannter Chart-Flipper. Aber man zieht einfach hier die auf dem Brett, seht ihr gleich, aufgedruckte Zugreihenfolge Stück für Stück mit seinem Marker durch und macht dann das, was dort jeweils erlaubt ist. Und gegebenenfalls würfelt man. Dann haben wir ein How-to-Play. Das ist gar nicht so groß. Das sind nur 7 Seiten zu lesen. Habe ich mir auch schon auf BoardGameGeek bzw. bei GMT Games anschauen können. Da gibt es das kostenfrei zum Download. Das heißt, wir haben 1, 2. Dann haben wir das Governing Manual. Das erklärt im Wesentlichen die Details zu den einzelnen Tracks auf dem Board. Das ist dann schon fast 50 Seiten stark. Dann haben wir die diversen Charts, die innenpolitischen Charts, die außenpolitischen Charts, spezielle Tabellen für Alliierte und Schurkenstaaten, aber es geht natürlich ganz speziell für Russland und für China. Dann, hier sind Designer Notes drin, das Presidential Briefing, da sind ein paar strategische Tipps drin. Das ist jetzt nichts Essentielles, um es spielen zu können. Dann haben wir hier die Szenarien, inklusive des Sandbox-Szenarios mit den Setup-Regeln. Und dann kommen Marker. Ganz viele Marker. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Marker. 13 mal 10, alleine hier sind 130 Marker. Und wir sehen hier Front 1 of 5. Das heißt, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 mal 130 macht zusammen 650 Marker, die es hier auszupöppeln gilt. Und der schlimmste Fehler, den man jetzt wohl machen kann, ist, die alle wild auszupöppeln und sich nicht vorher zumindest mal ein paar Schälchen und so bereitgelegt zu haben, um sie dort reinzusortieren, zumindest ganz grob. So, es geht natürlich nicht, dass dann hier die Handvoll Manuals, die wir schon haben, alles gewesen sein können. Nein, wir haben noch die innenpolitischen Master-Aktionen, ein Chart. Dann haben wir noch ein die präsidentiellen Master-Aktionen, die militärischen Master-Aktionen und die diplomatischen Master-Aktionen. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Kernpunkt. Ich lege mal die Manuals hier kurz beiseite. Die Marker auch. Und jetzt haben wir hier zwei
kleine Sideboards, dann ein Main Sideboard und dann das Mainboard. Und dann kommen zwei Würfel und 180 Karten. 3x60, sieht gut aus. Und hier nur noch ein kleines Insert, das die Karten auslevelt. Aber ich glaube, wenn wir die Marker mal alle ausgepöppelt haben, dann ist das so eine Art Pandoras Kiste, Pandoras Büchse. Da wird nicht mehr viel Platz bleiben. Die Karten, da sind dann im Wesentlichen die Krisenkarten drin, die aus mehreren Varianten bestehen, die man dann abhandeln muss. Alles eine sehr zufällige Geschichte, vor allen Dingen im Sandbox-Szenario. Für die einzelnen historisch belegten Szenarien sind natürlich da ein paar Sachen schon vorgegeben. Als da wären sowas wie Irakkrieg oder die Attacke auf das World Trade Center oder was auch immer. So, wir gucken mal. Das große Spielbrett, das ist das Hauptspielbrett. Jawohl, ja. Ach, geht doch noch. Das geht doch alles noch. So, jetzt gucken wir mal, ob das passend gemacht werden kann. Jetzt muss ich hier mal ein paar Sachen zur Seite räumen, ob man das alles ausbreiten kann. Und wie weit das dann unsere Kamera kriegt und wie weit das mein Tisch kriegt. Also ich kann so weit nach rechts gehen. Ihr seht noch alles. Ich sehe noch alles. Das sieht noch alles sehr gut aus. Was haben wir hier? Hier sind die verschiedenen Weltregionen, speziell Russland und China, aber auch Osteuropa, Zentral- und Südasien, die Eurozone, der Mittlere Osten, Afrika, Südamerika, Zentralamerika und die kontinentalen US-Staaten inklusive Kanada. Die hat man hier als Weltregionen und Asia Pacific natürlich hier unten. Diverse Status-Tracks, auf denen man was zählt. Hier ist die angesprochene Turn-Sequence. Es geht hier links oben los und dann immer stückweise senkrecht runter, nächste Spalte senkrecht runter. Und das Ganze ist ein Jahr eine Legislaturperiode. Das heißt, man läuft hier viermal durch diese Aktionszyklus durch. Dabei kommen dann Krisen raus. China und Russland tun Dinge, Schurkenstaaten tun Dinge. Und darauf muss man reagieren, muss dann würfeln und so weiter und so fort. Und dann haben wir hier unser zweites Playboard. Das passt doch noch alles hervorragend. Da haben wir doch noch Platz. Jetzt muss ich da noch ein paar Zentimeter rücken. Das kriegen wir auch hin. Denn wenn ich das hinkriege, und das seht ihr auch, so, das seht ihr auch noch. Jetzt seht ihr hier das unten nicht mehr. So sind wir am untersten Rand. So wären wir. Jetzt hängt hier der Wasserkrug im Weg. Und dann schauen wir mal, ob wir das tatsächlich ausbreiten könnten auf die komplette Breite, weil jetzt ja hier noch die Sideboards, also auf dem Tisch passt es und ihr seht es nicht mehr ganz. Okay. Alles klar. Da muss ich mir was einfallen lassen. Vielleicht kann ich das hier hochschieben. Nein, kann ich nicht. Da oben gehören noch Karten dran. Kann ich das hier hochschieben? Nein, auch nicht. Da gehören auch noch Karten dran. Auf dem Tisch passt es allerdings. Ich kann es also hier spielen, auch wenn ich euch nicht das komplette Board auf einen Schlag zeigen kann. Letztlich werden hier auf diesem Board die Kriege geführt von 1 bis 5. Sobald ein sechster Krieg da ist, auf der Weltkarte irgendwo ein sechster Krieg auftaucht, den man hier nicht mehr führen kann, dann verliert man sofort. Und es gibt Dutzende andere Möglichkeiten zu verlieren, als da wären zum Beispiel, wenn es, wo haben wir es denn, wenn China oder Russland einen gewissen Einfluss erreichen, dann verliert man sofort. Wenn die innenpolitische Situation zu einer Krise wird, dann verliert man sofort. Und es gibt weitere Felder, wo das automatisch passiert. Wenn Russland und NATO zum Beispiel einen Krieg eingehen oder China und Japan einen anfangen oder die beiden Koreas einen Krieg oder Israel und Iran einen Krieg beginnen, dann kann man sofort verlieren. Und es gibt sicherlich, ich glaube, wenn irgendwer noch Massenvernichtungswaffen einsetzt, dann verliert man auch. Also es gibt eine Menge Wege zu verlieren und man muss sich da durchlavieren. Hier hat man das Kabinett
mit dem Präsidenten und seinen Eigenschaften und seinen Kernkabinettmitgliedern. Hier hat man die Beziehungen des Präsidenten zum Kongress und der Kooperation in der Legislaturperiode. Hier hat man die verschiedenen Beziehungen zu den Medien, zur anderen Partei, zur NATO, zur UN, zur Meinung davon, zur Homeland Security, denn der Status der Wirtschaft, die verschiedenen Konfliktspuren hier, die Effektivität des Kabinetts wird hier abgetragen, die Beziehung zur jeweils anderen Partei. Und es spielt hier keine Rolle, ob ihr, wenn ihr amerikanischer Präsident spielen wolltet, ob ihr demokratisch oder republikanisch seid oder noch jemand anders, ganz oder parteilos. Hier geht es um die Beziehung zwischen den Parteien. Es geht auch nicht darum, welche konkreten Krisen hier auftreten, sondern es wird hier einfach nur gesagt, es tritt eine Krise auf oder der und der wird in einen Skandal verwickelt. Was das genau ist, was das für ein Skandal ist, spielt hier in diesem Spiel keine Rolle. Da könnt ihr euch dann denken, was ihr wollt. Genauso bei den Gesetzgebungen. Ob ihr jetzt, keine Ahnung, für verschärfte oder für gelockerte Waffenrechtsgebung seid. Ihr macht hier irgendwo eine Gun-Legislation und ob die jetzt so oder so rum ausfällt, spielt keine Rolle. Ihr werdet damit entweder erfolgreich oder nicht erfolgreich sein, aber der konkrete Inhalt davon spielt in diesem Spiel, ist hier nicht das Thema. Das ist also politisch völlig neutral, dieses Spiel. Jetzt versuche ich das da hier mal. Ja, nee, das wird nicht gut. Spielen kann ich es hier. Aber das Auspöppeln und Sortieren dieser 650 Marker und das Lesen dieser, das mal nicht, aber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, es hört nicht auf, 12, 13, 14 Unterlagen, wobei die müssen ja nicht alle zum Spielstart lesen. Das meiste sind davon Nachschlagewerke. Was man hier beachten muss, ist ständig diese Turn-Sequence, dann das How-to-Play natürlich anfangs einmal lesen. Das Governing-Manual sollte man immer bereithalten. Und die ganzen diversen Charts sind natürlich nur Nachschlagewerke. Und das eine davon enthält ja auch nur Designer-Notes und das Szenario-Booklet zum Beispiel ist auch nur für das Setup wichtig. Und hier sind auch nur Designer-Notes und vielleicht noch ein paar taktische Hinweise drin. Und der Rest sind Nachschlagewerke, die hier von hier aus referenziert werden dann darüber. Das heißt, ich werde nicht alles lesen, bevor ich es aufbauen und spielen kann. Und ich mache euch jetzt hier nur dieses kurze Unboxing-Video. Dann werde ich nochmal, wenn ich alles ausgepöppelt und sortiert habe, sodass ich mit dem Setup beginnen kann, dann werde ich euch ein Setup-Video machen. Und dann bin ich mir noch unschlüssig, ob ich dazu einen Livestream machen werde mit dem Spiel oder ob ich das, ob ich da nur Zwischenstationen aufnehme, wenn ich zum Beispiel ein Jahr in der Legislaturperiode gespielt habe und dann nochmal so ein kurzes Fazit gebe, wie das gerade gelaufen ist, was da passiert ist, wie das ganze Spiel an sich funktioniert. Schreibt das gerne in die Kommentare, sucht es euch aus, was hättet ihr gerne, würdet ihr das im Livestream sehen wollen, wie ich hier durch die dutzenden Unterlagen blättere, oder wäre euch das zu langweilig und ihr mögt lieber eine Zusammenfassung? Wie wollt ihr es gerne? Das ist erstmal das Unboxing gewesen. Ich schaue es mir in Ruhe an, im Detail, und bis dahin hoffe ich, dass ihr daran Spaß hattet. Lasst mir ein Like, ein Abo oder sonst was da. Und gerne auch einen Kommentar. Wie soll es weitergehen mit Mr. President, the American Presidency? Und wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis dahin, euer Spartakus.